Hallo, herzlich willkommen zu den Shortcuts und herzlich willkommen zu unserer Kritik zu Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2. Komm, Kleiner. Da draußen ist noch eine ganz andere Welt voller neuer Drachen. Worum geht's? Wir befinden uns 5 Jahre nach dem ersten Teil ungefähr. Mittlerweile sind auf der Insel Berg die Wikinger alle mit den Drachen befreundet. Man lebt in friedlicher Koexistenz, hilft sich, wo man nur kann, arbeitet zusammen. Habe ich dir schon gesagt, wie toll du heute aussiehst? Es gibt einen totalen Trendsport auf der Insel, nämlich Drachenrennen. Alle jungen Menschen nehmen an diesen Drachenrennen teil. Nur einer nicht, wie man sich vielleicht denken kann, nämlich Hicks. Der Held aus dem ersten Teil mit seinem Drachen ohne Zahn. Schmutzt du etwa, du Riesenweichei? Na, warte, dir zeige ich. Die beiden fliegen lieber durch die Gegend und erkunden irgendwie die große weite Welt und gucken, was es außerhalb der Insel noch alles zu entdecken und zu sehen gibt. Bei einem dieser Erkundungsflüge entdeckt Hicks allerdings eine Person, von der er niemals geglaubt hätte, sie jemals wiederzusehen. Kennen wir uns irgendwoher? Nein. Du warst damals noch so klein. Aber eine Mutter vergisst sowas nicht. Achtung, Spoiler! Sie zeigt ihm ein geheimes Drachenreich, in dem ganz viele noch nie gesehene Drachen sind und ein geheimnisvoller Drachenreiter, als plötzlich die Insel Berg auch noch das Ziel eines großen Angriffs wird. Jetzt heißt es für Ohne Zahn und Hicks, sich zu beweisen. Werden sie es schaffen, mit Hilfe ihrer Freunde und ihrer neuen Freunde ihre Insel zu retten? Das erfahrt ihr, wenn ihr euch Drachenzähmen leicht gemacht 2 anguckt. Dean DeBlois, der ja auch schon Regie beim ersten Teil geführt hat, hat auch wieder Regie geführt, hat auch das Buch mitgeschrieben. Aber er hat sich seine Zeit genommen, hat sich 5 Jahre Auszeit genommen, um das Buch zu schreiben, um den Film zu animieren und um was Ordentliches abzuliefern. Und das merkt man dem Film auch an. Drachenzähmen leicht gemacht 2 hat schon mehr Tiefe als der erste Teil. Er versucht ein bisschen die Charakter ein bisschen runder zu machen, denen einfach so ein bisschen mehr Geschichte und mehr Tiefe zu geben. Und das ist auf jeden Fall irgendwie gelungen. Das ist deine Mutter? Jetzt weißt du, wo ich mein dramatisches Talent her habe. Er hat dich gern. Das ist ja jetzt der zweite Teil einer Trilogie. Es ist ja jetzt auch bekannt, dass ein dritter Teil folgen wird, dass es als Trilogie angelegt ist. Deswegen ist der zweite auch so düster. Man orientiert sich da auch ein bisschen an Star Wars zum Beispiel. Oder Indiana Jones auch, wo der zweite Teil der düstere ist. Und der dritte immer eher so der fröhliche, erlösende, lustige. Man muss allerdings dazu sagen, dass der zweite Star Wars und der zweite Indiana Jones jeweils die besten sind. Und wenn das der beste Drachenzähmen leicht gemacht ist, dann möchte ich den dritten, glaube ich, nicht mehr unbedingt sehen. Aber that's just me, liebe Freunde. Das Problem, das ich nach wie vor mit Drachenzähmen leicht gemacht habe, für mich ist das eine Plastikwelt. Ich kann mir nicht helfen. Ich finde, das ist so eine sehr tote Welt. Ich finde, fühlt sich alles irgendwie super unecht an. Und ich komme einfach auf den Stil, den das hat, nicht klar. Das ist natürlich trotzdem ein schneller und spannender und lustiger und aufregender Film. Und für diesen Kinosommer wird das wunderbar sein für die Kids, um da reinzugehen und ihren Spaß zu haben und irgendwie ein wildes Drachenabenteuer zu erleben. Das ist alles wunderbar. Deswegen kriegt Drachenzähmen leicht gemacht von mir auch 3 von 5 Drachen, weil das ist absolut solide Arbeit, aber meins ist es nicht unbedingt. So, wenn ihr jetzt den Trailer zu Drachenzähmen leicht gemacht Teil 2 sehen möchtet, dann klickt hier oben hin. Und wenn ihr unser Faktenvideo über die Transformers sehen wollt, alles, was ihr von den Transformers bisher wusstet oder vielleicht noch nicht wusstet oder nicht zu wissen wagtet, dann klickt hier unten hin. Viel Spaß dabei und wenn ihr uns zähmen wollt, wenn ihr wollt, dass wir alles machen, was ihr wollt, wenn ihr wollt, dass wir und ihr ein Team werden und wir eure Drachen sind, die mit euch die Weite der Welt erkunden und euch dabei helfen, euch in diesem Dickicht zurechtzufinden, dann geht das nur, indem ihr hier auf den Abonnierriegel klickt. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.